Ja, dass das neue GPT-O1 von OpenAI besser ist als das standardmäßige GPT-4, ist ja bereits bekannt. Vor allem im Bereich der Programmierung ist es haushoch überlegen, aber Programmierung ist nicht mein Thema. Mein Thema ist aber Content-Generierung und SEO und deswegen möchte ich in diesem Video hier mal einen Live-Vergleich machen zwischen GPT-4 und GPT-O1 in der Content-Produktion. Und Spoiler, ich habe das tatsächlich vorab noch gar nicht getestet bzw. nicht direkt miteinander verglichen. Das mache ich hier jetzt während der Aufnahme dieses Videos wirklich zum ersten Mal. Auch weil es mich persönlich interessiert, ob man mit GPT-O1 bessere Ergebnisse bekommen kann. Vorab noch eine kurze Einführung zu GPT-O1 und keine Sorge, das wird nur ganz kurz dauern. Und dann gehen wir auch gleich über zum Vergleich. Viel Spaß! Ich verlinke dir gerne diesen Beitrag auf der offiziellen Seite, also von OpenAI zu GPT-O1. Hier findest du viele, viele Informationen. Ich möchte das hier in diesem Video aber sehr, sehr einfach halten und deswegen wechsle ich gleich direkt zu ChatGPT, um kurz den Unterschied zwischen GPT-4 und GPT-O1 einfach zu demonstrieren. Fairerweise muss man sagen, also hier, wenn man die Plus-Version nutzt, dann hat man jetzt eben schon die O1-Modelle, zwei davon, O1 Preview und O1 Mini. Und fairerweise, wie gesagt, muss man sagen, dass wir hier derzeit nur eine Preview-Version haben. Das bedeutet, es ist eigentlich noch in Entwicklung und wir können eigentlich davon ausgehen, dass es sehr bald eine eben noch bessere Version von O1 geben wird. Dennoch möchte ich testen, ob eben GPT-4o oder eben GPT-O1 für die Content-Generierung, zum Beispiel für die Generierung von Blogbeiträgen unter SEO-Aspekten besser ist, beziehungsweise was von den beiden da eben besser ist. Kurz der Unterschied noch, GPT-4o, das Omni-Modell kennen wir ja bereits. Und wenn man hier jetzt die Frage stellt, das Beispiel wurde ja von OpenAI selbst oft gezeigt, wie viele R befinden sich im Wort Strawberry? Es sind eigentlich 3 R, aber wenn ich das hier jetzt eingebe, sagt er immer, es sind 2 R. Gut, dass ChatGPT nicht zählen kann, da es ja ein Sprachmodell ist, war schon immer bekannt. Wenn ich jetzt aber hier umstelle auf GPT-O1 Preview, dann beginnt er einen Denkvorgang unter Anführungszeichen und dann bekommen wir die richtige Antwort. Im Wort Strawberry befinden sich 3 Buchstaben R. Warum bekommen wir bei GPT-O die richtige Antwort und bei GPT-4 nicht? Weil er eine sogenannte Chain of Thoughts, eine Nachdenkungskette oder eine Kette des Nachdenkens sozusagen eingebaut hat. Natürlich kann ChatGPT nicht wirklich denken, aber trotzdem versucht er sich selbst zu hinterfragen. Also er promptet sich selbst neu, um zu überprüfen, ob der ursprüngliche Output korrekt ist oder nicht und somit auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einen korrekten Output zu produzieren. Also das ist so der Gedanke dahinter. Man kann es sich so vorstellen, im Grunde ist GPT-O1 einfach ein GPT-Modell. Ich gehe davon aus, dass da das ganz normale GPT-4 quasi derzeit drinnen steckt, plus diese Chain of Thoughts Technologie zusätzlich. Das ist auch der Grund, warum die Antworten bei GPT-O1 länger dauern als bei GPT-4o. Denn bei GPT-4o steht eben nicht diese automatisierte Prompt-Kette im Hintergrund, diese Chain of Thought, und deswegen ist eben GPT-O1 langsamer. Mir geht es hier aber nicht um Geschwindigkeit, sondern um Qualität. Und ich habe mir ein sehr, sehr einfaches Test-Setup ausgedacht. Denn wenn ich jetzt sagen möchte, okay, wer produziert den besseren Output, ist natürlich schwierig. Ich kann natürlich mit dem gleichen Prompt zweimal einen Text generieren lassen, mir beide durchlesen, dann beurteilen, was ist vielleicht besser, was hat er besser gemacht und so weiter. Könnte dann aber auch subjektiv sein. Und deswegen habe ich mir etwas ausgedacht, wo wir es eben objektiv messen können. Und an der Stelle kommt das Content-SEO-Tool NeuronWriter ins Spiel. Das ist aus meiner Sicht sowieso ein Pflichttool für jeden Blogger, da es dir dabei hilft, deinen Content zu optimieren, indem es dir dabei hilft, die NLP-Abdeckung zu erhöhen. Sieht man auch hier auf der Seite, das sind die sogenannten NLP-Keywords. Das bedeutet, das sind Keywords, Phrasen, die in einem engen Verhältnis zum Hauptkeyword des Blogbeitrags stehen und eben bei der top-rankenden Konkurrenz sehr häufig vorkommt. Wenn du selber einen Content verfasst,
und der eine sehr hohe NLP-Abdeckung hat, ist das zumindest ein gutes Indiz dafür, dass dein Inhalt sehr ganzheitlich oder auch ganzheitlicher als die Inhalte der Konkurrenz abgedeckt sind. Und das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Falls du Neuenweiter noch nicht kennst, verlinke ich dir meinen Testbericht zu Neuenweiter unter diesem Video. Dort ist auch ein umfangreiches Testvideo integriert und da erfährst du wirklich alles zu diesem Tool. Was ich jetzt aber mache, um GPT-O1 versus GPT-4 zu testen, ist einfach, dass ich ihm den Auftrag gebe, beziehungsweise dass ich im ersten Schritt in Neuenweiter reingehe. Das habe ich jetzt in der Vorbereitung schon gemacht. Und ich habe mir jetzt einfach testhalber das Keyword Omega-3-Wirkung genommen. Zudem möchte ich einen Blogbeitrag erstellen, also die Wirkung von Omega-3 etc. und bekomme hier eben die ganzen NLP-Keywords. Umso mehr wir hier abdecken im Content, in unserem Content, umso eher ist unser Content, wie gesagt, ganzheitlich oder ganzheitlich abgedeckt als die Inhalte der Konkurrenz, der top-rankenden Konkurrenz. Und deswegen habe ich hier einen einfachen Prompt formuliert, den ich jetzt einmal bei GPT-4 eingeben werde und einmal bei GPT-O1. Und wir vergleichen, wo wir eine deutlich höhere NLP-Abdeckung im Endeffekt bekommen. Bin sehr gespannt, ob GPT-O1 hier besser performt oder deutlich besser performt als GPT-4 oder ob es vielleicht sogar gar keinen Unterschied gibt. Der Prompt lautet, ist relativ simpel. Das soll jetzt auch keine Empfehlung sein für einen universellen Prompt, um einen Blogbeitrag zu erstellen. Das ist wirklich nur der Prompt hier jetzt für diesen Test. Du bist ein professioneller Blogger und schreibst einen Blogbeitrag über die Wirkung von Omega-3. Schreibe mit Formatierung H1, H2 und auch H3 Zwischenüberschriften. Bei Bedarf erstelle auch eine Tabelle. Schreibe in einem informativen, professionellen Schreibstil. Das Hauptkeyword lautet Omega-3-Wirkung. Und jetzt? Zusätzlich sollst du aber auch folgende NLP-Keywords im Inhalt des Blogbeitrags einbinden, in etwa in der angegebenen Anzahl pro Keyword. Und dann habe ich hier diese Keywords einfach rauskopiert aus Neuronwriter und dann auch nochmal versuche in den H2 und H3 Überschriften viele der folgenden NLP Keywords abzudecken. Dann sind hier wieder NLP Keywords für die H2 und H3 Überschriften und abschließend habe ich noch geschrieben, anschließend erstellst du mir noch ein optimiertes Snippet, also Metatitel und Beschreibung, welches zum Klicken anregt und die Click-Through-Rate soll gesteigert werden und das Hauptkeyword soll enthalten sein. Genau, und das ist jetzt der Prompt, den kopiere ich. Und ich würde sagen, wir gehen zurück zu ChatGPT und ich starte einen neuen Chat und wir starten mal mit GPT-4o. Ich gebe ihm diesen Prompt hier ein und schicke das mal ab. Von der Geschwindigkeit her wird das hier ziemlich schnell sein. Ja, er schreibt schon. Okay, GPT-4o ist fertig. Sieht mal ganz gut aus, eine Tabelle ist drin, Formatierung ist drin und hier zum Schluss dann noch Metatitel und Metabeschreibung. Das alles kopiere ich jetzt in den Neuenwriter Editor und wir schauen, welche Scores wir bekommen und dann vergleichen wir das mit GPT-O1. Den Content haben wir reinkopiert, da sind wir jetzt mal auf 40, dann noch den Metatitel und die Metabeschreibung, dann erreichen wir einen Score von 53. Der Inhalt ist relativ kurz mit 647 Wörtern. Durchschnittlich haben die konkurrierenden Inhalte eben über 2300 Wörter. Aber die Terms sind zumindest mit 55% gar nicht mal so schlecht abgedeckt. Davon mache ich mir jetzt einfach einen Screenshot, damit wir das dann vergleichen können. Hier mache ich wieder alles rückgängig. Ich kopiere wieder meinen Prompt und starte einen neuen Chat mit GPT-O1 Preview, kopiere den Prompt hier rein und starte das mal. Hier haben wir gesehen, er macht einen Denkvorgang, Überprüfungen und Anpassungen. Also man sieht, es dauert viel länger als bei GPT-4o. Er hat immer noch nichts geschrieben, sondern der ist noch immer in seiner Chain of Thoughts. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob wir diese Werte übertreffen können, die wir gerade gehabt haben, oder ob wir sie vielleicht sogar deutlich übertreffen. Und auch, was die Länge des Outputs betrifft, ob es hier auch Unterschiede gibt. Und er denkt immer noch nach. Gut, der Inhalt ist jetzt fertig. Gedanken 81 Sekunden. Also er hat 81 Sekunden nachgedacht. Ich habe hier einen Schnitt im Video gemacht, bevor er quasi das erste Wort geschrieben hat. Insgesamt muss ich sagen, ich kopiere das jetzt mal. Sieht es auf den ersten Blick zumindest mal nicht länger aus als vorher. Aber jetzt schauen wir mal in Neuronwriter. Dazu kopiere ich jetzt im ersten Schritt mal den Content und dann noch Metatitel und Metabeschreibung. Da sind wir dann auf 67.
Die Wörter, das sehe ich hier auf einen Blick, ist eben, es ist eben auch nicht länger als der Output zuvor. Aber die NLP-Abdeckung dürfte schon deutlich besser sein. Ich nehme, deswegen habe ich vorhin den Screenshot gemacht. Hier mal zum Vergleich der Screenshot von GPT-4. Dort hatten wir einen Score von 53. Hier mit GPT-O1 haben wir einen Score von 67, was schon deutlich besser ist. Beide Beiträge sind deutlich zu kurz. Aber an der Stelle können wir ja einmal noch den Versuch wagen, ob er uns einen noch längeren Content erstellt und vielleicht auch noch mehr NLP-Abdeckung schaffen kann, indem wir einfach einen Folgeprompt nutzen. Wie gesagt, zählen kann er ja immer noch nicht. Also eine Wortanzahl macht eigentlich wenig Sinn. Mache ich jetzt aber trotzdem, denn bei Strawberry ist er ja dann auch auf seine 3R gekommen. Jetzt schauen wir mal. Ich prompte ihn, der Beitrag soll mindestens 2000 Wörter lang sein und du hast viele vorhin genannten NLP-Keywords nicht abgedeckt. Versuche das zu verbessern und go. Jetzt hat er nicht mehr so lange nachgedacht, nur noch 8 Sekunden. Wenn ich da so runterscrolle, sieht es länger aus als vorher. Ja, doch, es sieht länger aus. Ich gehe zurück zu Neuronwriter, lösche hier den Content und füge diesen neuen Content ein. Oh, da sind wir jetzt auf 75% und zumindest 1288 Wörter. Ich mache mir auch davon noch einen Screenshot. Und fairerweise müssen wir unseren ersten Beitrag, den wir mit GPT-4 erstellt haben, natürlich auch nochmals mit diesem Folgeprompt testen. Ich bin jetzt zurückgegangen auf den ersten Beitrag. Wir sind eben wieder hier bei GPT-4o. Ich füge das hier nochmal ein. So, GPT-4o ist jetzt auch fertig. Auch das sieht viel, viel länger aus. Ich kopiere mir das wieder rüber, also kopieren. Ich gehe zurück zu Neuronwriter. Lösche das und kopiere mir jetzt den neuen Inhalt mit Folgeprompt rein von GPT-4o. Und wir sehen, es ist besser, als es ursprünglich war bei GPT-4, weil da hatten wir einen Score mit 50, aber nicht so gut wie mit GPT-O1. Und hier nochmal der Vergleich direkt nebeneinander. Also hier das erste links oben, das war eben ja mit GPT-4o. Hier hatten wir eine Abdeckung von 53%, wohingegen wir bei GPT-O1 eine Abdeckung von 67% hatten. Dann mit Folgeprompt auf der linken Seite wieder GPT-4. Mit Folgeprompt haben wir eine Abdeckung von 63% bekommen und 1200 Wörter. Also selbst mit Folgeprompt hatten wir eine geringere NLP-Abdeckung als bei GPT-O1 ohne Folgeprompt. Allerdings natürlich einen längeren Text bekommen. Und GPT-O1 mit Folgeprompt hat das mit Abstand beste Ergebnis bekommen. Eine NLP-Abdeckung von 75% und ebenfalls über 1200 Wörter, also knapp 1300 Wörter. Ich möchte hier nicht sagen, dass mein Test jetzt repräsentativ wäre, aber es scheint schon so, als würde GPT-O1 gewisse Vorteile gegenüber GPT-4o auch in der Content-Produktion haben. Und vor allem müssen wir bedenken, dass es sich hierbei ja nur um die Preview-Version handelt. Ich werde diesbezüglich sicherlich noch mehr testen. Eine Sache kann ich aber jetzt schon ganz sicher sagen. Und zwar, dass es sich für dich lohnen würde, wenn du meinen kostenlosen Newsletter abonnierst. Über 3000 Leute, mittlerweile glaube ich schon über 3500 Leute, haben meinen Newsletter abonniert. Link zum Newsletter unter dem Video. Und natürlich auch mehr Infos zu Neuronwriter, meinen Testbericht, findest du unter diesem Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt Robert Leitingers Kanal und genieße kostenlose Tipps und Tricks von Online-Marketing, Business und KI. Finde deinen Weg, lass dich vom Wissen führen. Oh yeah. Robert teilt seine Einsichten, um dich zu inspirieren. Mit Roberts Videos besprichst du jeden Band. Finde deinen Weg, lass dich vom Wissen führen. Oh.